herzlich willkommen bei der SATA Insight. Mein Name ist Jari Pfander und wir befinden uns heute hier in den heiligen Hallen der Staud Studios in Leonberg, nicht in Hollywood. Stars und Sternchen fahren hier aber trotzdem jeden Tag aus und ein. Wir haben heute die große Ehre, den Herrn Staud, René Staud, Firmengründer des Unternehmens, kennenzulernen und ein bisschen in seine Arbeit reinzuschauen, ein bisschen was über sein Leben und natürlich auch über die spannenden Projekte zu erfahren. René, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Erste Frage, wie geht es dir, deiner Familie, deinen Mitarbeitern? Habt ihr die letzten Corona-Monate einigermaßen überstanden? Und wie sieht es auch mit der Auftragslage aus, Rückgang oder eher bei euch Business as usual? Ja, also von mir auch ein herzliches Willkommen in meinen heiligen Hallen. Vielen Dank dafür. In der Tat, ja, Corona hat uns auch betroffen, aber wir haben es ganz gut überstanden. Zum einen mal, weil wir mit Kurzarbeit und vorgezogenen Urlaubsnehmungen uns erstmal hineingerettet haben. Und dann konnte das Geschäft auch so ab Mitte, Ende Juni hat es wieder angezogen, besonders vom chinesischen Markt. Die Amerikaner sind nach wie vor ein bisschen zurückhaltend, aber die europäischen Firmen kommen alle zurück, insbesondere natürlich unsere Deutschen, die jetzt natürlich wohl wissen, dass auf das Herbstgeschäft es was zu tun gibt. Die Fahrzeuge müssen vermarktet werden und das ist ja unsere Kernkompetenz. Und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir da jetzt wieder sehr schnell auf Spur kommen. Sehr schön. Ja, jetzt kann man ja sagen, du gehörst auf jeden Fall zu den weltbekanntesten Automobilfotografen. Ich glaube, jeder kennt dich in der Szene. Erzähl mal, wie bist du überhaupt grundsätzlich mal zur Fotografie gekommen? Ja, Fotografie ist eigentlich ein Hobby und es begann als solches auch bei mir. Ich habe in jungen Jahren sehr gern fotografiert, allerdings schon auch mit einem gewissen geschäftlichen Hintergrund. Mein Vater war Holzbildhauer. Und ich habe sehr früh erkannt, dass er seine Arbeiten sehr schwer an den Mann oder die Frau bringt, wenn er nur darüber redet. Und habe schon im Alter von 10 Jahren ihm erzählt, Papa, wenn du eine Figur oder ein schönes Reh oder einen Brunnen oder was er alles geschnitzt hat, ablieferst, muss man ein schönes Bild machen. Und mit diesen Bildern konnte er dann neue Kundschaft gewinnen und ich habe das dann ausgebaut, weil dann mit 13, 14 ging es dann los. Ich habe dann einen Fotowettbewerb teilgenommen, war dann auch sogar erfolgreich. Vielleicht, weil ich, sag mal, auch ja, junger Spinner war und mutig. Und aus diesem Hobby habe ich den Beruf gemacht, in, sag mal, in gleitendem Übergang. Kann man sagen, dass du schon als kleiner Junge im Prinzip mit leuchtenden Augen vor schönen Fahrzeugen gestanden bist, so wie man sich das vorstellt und da eine Faszination für diese Objekte entwickelt hast? Oder hat sich das erst im Laufe dann auch deiner Fotokarriere ergeben? Ja, die Liebe zum Automobil oder ich sage es mal noch ein bisschen breiter, die Liebe zur Mobilität, die ist älter wie die zur Fotografie. In der Tat gibt es Bilder, wie ich als Dreijähriger kaum laufen kann, aber schon einen kleinen Seifenkistenfahrzeug habe. Und die Straße in meiner meinem Geburtshaus unsicher mache. Und für mich war das Größte, wie ich mit 12 Jahren mit selbstverdientem Geld durch Altpapier und Altkleider sammeln mir das erste Fahrrad leisten konnte. Und das hat sich dann fortgesetzt. Und es gibt eine Anekdote, wo der kleine René irgendwie im Stuttgarter Süden mal sich ein Ferrari genau angeschaut hat und gefragt hat, warum hat er 2 Tachos? Einer mit 60 oder 70 und einer mit 300. Bis ich dann erfahren habe, der eine war gar kein Tacho, es war der Drehzahlmesser. Drehzahlmesser, ja. Also ich habe mich immer für Autos interessiert und tue das heute immer noch gern. Und ich glaube, wenn es Automobil nicht geben würde, also vielleicht wäre ich 125 Jahre früher geboren, dann wüsste ich gar nicht, was ich aus meinem Leben gemacht hätte. Jetzt kennen wir uns ja eigentlich fast schon 2 Jahrzehnte. Ich denke so zurück an die Zeit, als wir gemeinsam spannende und wirklich aufregende Projekte gestemmt haben. Wir haben Fotoshootings auf Mallorca, Dubai, San Francisco gemacht, als wir auch da, kann man sagen, die Ehre hatten, ein Luxusfahrzeug, den neuen Maybach entsprechend in den Markt einzuführen. Damals war ja diese Bicolor-Lackierung schon so eine Besonderheit des Fahrzeugs.
hat mich damals noch nicht so interessiert. Heute als Vertreter eines Herstellers von Premium-Lackierpistolen natürlich was ganz anderes. Da ist Lack täglicher Bestandteil meines Jobs. Es war damals schon schwer, das Fahrzeug ins richtige Licht zu rücken. Wie würdest du sagen, was hat sich seitdem verändert? Ist es heute viel, viel einfacher? Man sieht ja auch hier in deinem Studio, es sind unheimlich viele Gerätschaften hier aufgebaut. Hat sich das in den letzten Jahren oder auch fast schon Jahrzehnten massiv geändert? Ja, es hat sich also ständig weiterentwickelt, aber ich gehe mal noch einen Schritt zurück. Als ich das erste Auto fotografiert habe, war in den 70er Jahren und da ging es hauptsächlich darum, damals für einen Reiseprospekt Spaßbilder zu generieren, wie man mit einem Bugatti über Dünen fahren kann. Da ging es gar nicht sehr um das Design des Fahrzeugs, sondern nur um die Emotion oder überhaupt um die Information. Und als ich dann aber für die Automobilindustrie zu arbeiten begann, habe ich festgestellt, dass der Autohersteller ganz bestimmte Formensprache kommunizieren will. Also das Fahrzeug muss eigentlich ganz besonders aussehen, auch wenn es im ersten Eindruck so nicht erkennbar ist. Das heißt also, der Auftraggeber erwartet, dass man die Form herausarbeitet und die Charakteristik, die er sich quasi in seinem Design vorgenommen hat, dass die der Fotograf überhöht. Und diese Sichtweise hat sich über die ganzen Jahre verstärkt. Und in unserer Zusammenarbeit mit Maybach war es ja sogar so, dass man schon die ersten Reminiszenzen an die früheren Fahrzeuge wieder aufgenommen hat mit der Zweifarbigkeit. Ganz charakteristisch heute dieser Heli aus den 60er Jahren, da war das ja ganz und gäbe, dass die Fahrzeuge mehrfarbig lackiert wurden. Oft war es so, man hat ein hellblaues Fahrzeug mit einem beigen Kontrastfarbe und einem dunkelbraunen Dach zum Beispiel. Bei Maybach hatten wir nur Coupés bzw. Limousinen. Und da konnte man jetzt mit dem Dach nicht noch eine dritte Farbe zeigen. Aber die Charakteristik über die Farbe galt es natürlich zu verstärken. Und das hat es damals auch nicht leichter gemacht, weil eine Lackfarbe nimmt ja dann immer das Umgebungslicht auf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen blau-silbernen Wagen im Freien habe, dann wirkt das Blau wird überhöht durch den Himmel und das Silber wird aber verfälscht durch den Himmel. Und so gibt es in jeder Phase und Generation von Fahrzeugen, sagen wir, Ansprüche oder Herausforderungen. Und heute wird es natürlich sehr viel auch mit Computerbearbeitung gelöst, was die Autos allerdings weniger authentisch, sondern ich würde fast sagen, manchmal ein bisschen künstlich erscheinen lässt. Aber das schaut in moderne Sichtweise, ist ja heute sehr viel digital und synthetisch. Und insofern muss der Fotograf sich ständig nicht nur weiterentwickeln, sondern auch dem Marktgeschmack anpassen. Irgendwann habt ihr ja auch neben der klassischen Fotografie begonnen, Filmproduktionen mit aufzunehmen in euer Portfolio. Ist das ein Thema, was immer mehr geworden ist? Wie hoch ist der Anteil bei euch jetzt Filmproduktionen zu Fotografie? Ist es für euch, ich sag mal, die leidige Pflicht oder Kür? Oder ist es für euch gleichbedeutend mit der Fotografie heute? Ja, man hat schon Anfang der 2000er Jahre festgestellt, dass die Auftraggeber an irgendeiner Stelle sparen wollen. Entweder investieren in aufwendiges Fotoshooting und dann muss der Film oder die Präsentation etwas hinten anstehen. Oder einer der zwei oder drei Beteiligten findet eine Lösung, wie das Gesamtbudget sozusagen überschaubar wird. Und ich bin dann damals den Weg gegangen mit meinem Team, dass wir gesagt haben, wir haben die ganze Vorbereitung, wir haben die ganze Logistik, wir haben das ganze Setting, wir haben die Models, wir haben die ganze Rechte. Dann können wir ja vielleicht auch gleichzeitig während dem Fotoshooting ein Filmteam mitnehmen. Und über diese Kooperation entstand dann der Aufbau eines eigenen Filmteams, bis hin, dass wir dann gesagt haben, dann können wir das Setting noch einmal im Studio aufbauen und dann kann der Auftraggeber sein Auditorium einladen und seine Präsentation auch noch im Studio machen. Und insofern kommt uns Corona sogar etwas entgegen, weil
Wir haben jetzt verschiedene Präsentationen seit März, Stichwort Genfer Salon, hier im Studio erlebt und festgestellt, der größere Anteil des Auditoriums, der ist sowieso weder auf der Messe noch im Studio noch in der Location, die der Kunde definiert, sondern der ist im Internet. Und damit kommt der Kunde überall hin. Und wenn die Sachen gut aufgezeichnet sind, lassen sich über Jahre abrufen und sehr vielfältiger verteilen und vertreiben, wie das früher in analogen Zeiten möglich war. Wenn ich hier so durch dein Studio laufe und mich umschaue, dann habe ich das Gefühl, es gibt eigentlich nahezu kein Fahrzeug aus dem Luxussegment oder aus dem Sportwagensegment, das du noch nicht in deinem Studio oder vor der Linse gehabt hast. Gibt es ja, ein Fahrzeug, wo du sagen würdest, das ist mein Traum, das muss ich irgendwann mal noch vor der Linse haben, ich habe es noch nicht im Studio gehabt? Es gibt ein paar Fahrzeuge, die tatsächlich noch nicht hier waren. Und das hat dann immer ganz skurrile Umstände. Ganz viele ganz besondere Kunden und ganz viele ganz besondere Fahrzeuge waren hier in der Tat. Aber das ist natürlich auch geschuldet der langen Treue zur Automobilbranche. Im Prinzip in 50 Jahren kam doch da fast jeder mal vorbei. Welche Marken beispielsweise hast du alles fotografiert? Ganz große Zeiten hatte ich natürlich in den 70er Jahren mit Porsche und direkt im Anschluss mit Mercedes. Und es hat sich auch bis Anfang der Jahrtausendwende konstant immer weiterentwickelt. Und dann kamen ein paar große neue Player dazu. Man nannte mich ja damals auch etwas Geburtshelfer der Autoindustrie. Also wenn neue Baureihe auf den Markt kam, und so habe ich ja im Prinzip mein erstes großes Studio damals installiert, war der Babybenz, die 100 heute, also heute bekannte C-Klasse. Mhm. Und da habe ich gelernt, also wenn der Kunde eine neue Baureihe entwickelt, dass er da einen besonders hohen Bildbedarf hat und dass es sich da besonders lohnt, mit dem ins Geschäft zu kommen. Weil dann hat man als Wettbewerb eben nicht einen einzelnen Kollegen, sondern ein ganzes Team. Und es gab in den 70er, 80er Jahren in Europa ganz wenig ganz große Fotostudios. Heute gibt es noch viel kleinere oder viel weniger. Der Markt hat sich sehr konsolidiert. Du warst so einer der wenigen mit einem Studio, wo man tatsächlich LKWs fotografieren konnte, ne? Ja, ich habe also 86, wie ich hier Leonberg eröffnet hatte, war das mit Abstand in Europa das größte mit LKW befahrbare Studio. Mhm. Es war nicht nur die Gesamtquadratmeterzahl von 2.500 Quadratmeter mit einer reinen Fotofläche von 600 Quadratmeter, sondern eben auch mit der großen Zufahrt und der hohen Belastbarkeit. Mhm. Ich habe hier Belastbarkeit von 5 Tonnen pro Quadratmeter. Mhm. Und das kann nur ein Studio stemmen, das speziell für Autofotografie gebaut wurde. Oder eben in einer Messehalle würde es auch gehen. Aber Messehalle sind unwirtschaftlich. Und deswegen konnte ich damals ab 1986 auch sehr schnell die Entwicklung hinnehmen. Aber nochmal zurückkommen auf das Thema Geburtshelfer. Mit Smart fing dann praktisch der große Schub der neuen Marken an. Nach Smart kam dann Maybach, was wir schon besprochen hatten. Und dann kam ganz groß Aston Martin, muss ich vorstellen. Da wechselt jetzt der Vorstandsvorsitzende und der macht die Firma groß. Ich sage jetzt mal von 300 Autos im Jahr auf 6.000, 8.000 oder 10.000 Autos. Mhm. Und diesen positiven Trend, den durfte ich bei Maserati entwickeln. Und dann kamen natürlich auch immer wieder Derivate. Es kamen ja auch dann immer wieder Kunden, die neue Marktnische für sich entdeckt haben. Zum Beispiel Jaguar hat eine Dieselgeneration aufgebaut. Oder jetzt mit unseren Chinesen, mit Aways, die Elektrofahrzeuge in den Markt bringen wollen. Und so durfte ich über die Jahre für rund 40 internationale Autohersteller arbeiten. Und schwerpunktmäßig natürlich weiterhin die deutsche und die chinesische ja. Industrie. Ich habe gesehen, ihr habt Fotos gemacht, nicht am Vulkan, aber vulkanähnliche Zustände, die dort geherrscht haben, zumindest auf den Fotos. Das hast du ja in deiner ganzen Laufbahn unheimlich viele Locations gesehen, kennengelernt und dort entsprechende Shootings durchgeführt. Was war für dich so die spektakulärste Kulisse, in der ihr ein Fahrzeug bildlich festhalten durftet? Spektakulär war natürlich das Thema Feuer und Eis.
Das ist gerade, glaube ich, das Shooting gewesen mit Aston Martin. Ne? Und wenn man sich vorstellt, dass man eine komplette Kampagne, die aus Feuer und Eis besteht, dass man die in einem einzigen Land umsetzen kann, wie Island, das ist also heute noch beeindruckend. Aber dass ein Auftraggeber einem auch so viel Freiheit lässt, dass man dann zum Beispiel an einem Gletscher dann tatsächlich auch eine richtige Inszenierung macht mit Special Effects und so weiter, wie in einem James-Bond-Film. Das war noch beeindruckender, weil gute Fotografie ist natürlich auch mit einem hohen Aufwand verbunden. Und das eine ist die Zeit und das andere ist natürlich die Zuarbeit. Und wenn ich mir vorstelle, was wir damals als Special Effect investiert haben, um dieses Budget erwartet heute ein Kunde eine ganze Kampagne. René, herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Das war ein sehr informatives und spannendes Gespräch. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt ein bisschen im Studio um und du zeigst uns noch ein bisschen was. Und ich wünsche dir, deiner Familie, deinen Mitarbeitern alles Gute. Bleib gesund, vor allem in den heutigen Zeiten. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Vielen Dank und vielen Dank fürs Zuschauen.